Ja, hallo und herzlich willkommen bei moto.ch. Heute haben wir 7 sportliche Touring-Modelle am Start, ein großer Vergleichstest. Gleich geht's los. Patrick, du warst federführend bei diesem Vergleichstest. 7 Motorräder. Kannst du uns vielleicht mal kurz erklären, welche Motorräder sind das und wo und vor allem wie habt ihr getestet? Ja, genau. Wir hatten die BMW S1000XR mit dabei, dann die Ducati Supersport 59S, die Honda Enter 1100 DCT, die Kawasaki Ninja H2 SX SE, die KTM 1290 Super Duke GT, die Suzuki GSX S1000 GT und die Yamaha Tracer 9 GT. Die technischen Daten, die schauen wir uns aber jetzt kurz auf dem Bildschirm an. Da könnt ihr pausieren, weil wenn ich die jetzt hier alle aufzähle, dann sind wir morgen noch da. Darum kurz anschauen, dann geht es hier weiter. Und zwar damit, wie wir und wo wir getestet haben. Das war auf dem ehemals Servelagp genannten Betriebsausflug. Da nehmen wir jeweils die Redaktion und die Freelancer mit und machen uns 3 Tage auf Tour, quasi zum Spaß. Aber wir sind dabei natürlich produktiv und haben jetzt in diesem Fall diesen großen Sporttouring-Vergleichstest produziert. Wir waren in den Schweizer Alpen unterwegs, wir sind von Zürich aus gestartet, dann über Landstraßen und diverse Pässe ins Bündnerland gefahren, dann dort über diverse Pässe rüber ins Tessin, über den San Bernardino und am nächsten Tag dann noch über Oberalp und Susten wieder Richtung Bern. Und dort noch über den Gurnigel, also ziemlich ausführliche Testrunde mit Autobahn, mit Passstraßen, mit Stadtverkehr, mit Regen, mit praktisch Schnee. Also eigentlich perfekte Testbedingungen für diese Sporttouring-Bikes. Wie viele Kilometer waren es unter dem Strich? Boah, das ist schwierig zu sagen, weil man halt immer diese Fotostops und Videostops hat, wo wir hin und her fahren. Aber es werden so 600, 700 Kilometer gewesen sein, aus dem Kopf heraus jetzt. Und jetzt gut, meine, das sind 7 Motorräder und da gibt es ja doch auch verschiedene Konzepte innerhalb der Motorräder, der Testmaschinen. Wie würdest du das jetzt gliedern? Gibt es eine Gliederungsmöglichkeit, weil sonst ist es too much? Absolut, also es wird natürlich auch schon Leute gegeben haben, die gemerkt haben, BMW S1000XR und dann Ducati Supersport 59, das hier ist ein Konzeptvergleich. Es geht nicht darum, welche ist die beste genau in einem engen Segment, wie wir das sonst häufig haben, sondern was gibt es an Sport-Touring-Bikes oder der modernen Interpretation von Sport-Touring-Bikes und welche davon eignet sich wofür am besten. Und man kann natürlich jetzt schon auch diese enger noch ein bisschen gruppieren, wie wir gemerkt haben nach diesem Test. Vom Beginn weg dachten wir gruppieren sie eigentlich nach Leistung, also die Ducati, die Honda und die Yamaha zusammen, die alle ein bisschen weniger Hubraum und maximal 120 PS haben. Und dann die anderen 4 zusammen, die über 150 bis 200 PS, die Kawasaki haben. Das kann man machen. Es hat sich dann aber gezeigt, dass es rein fahrerisch vom Fahrverhalten her eigentlich ein bisschen anders zusammenpasst. Also die Ducati und vor allem die Kawasaki, die beiden sind noch typischer Sporttouring, also Vorderrad orientiert. Die Suzuki geht auch noch eher in diese Richtung, also eher dieses klassischere Sporttouring, Vorderrad orientiert, sportlich. Und dann haben wir die 4 aufrechten, wie ich sie jetzt mal nennen würde, die BMW, die KTM, die Honda und die Yamaha. Und unter diesen könnte man dann noch die Unterscheidung machen, die 2 sehr starken Bikes, BMW und KTM, und die 2 ein bisschen weniger kräftigen Bikes, Honda und Yamaha. Und das wären dann eher so die Einteilungen, wie man es machen würde, wenn wir kleinere Vergleichstests machen würden. Dann würden wir Honda und Yamaha zusammen vergleichen vielleicht und eben die anderen, wie ich es gesagt habe. Gut, dann würde ich auch vorschlagen, beginnen wir gleich mal vielleicht mit den klassischen Sporttouren, also die vorderradorientierten. Wie sind da eure Erkenntnisse nach diesen 600 Kilometern? Also die Ducati ist hier sicher die sportlichste im Sinne von Sitzposition und Fahrverhalten. Also ich habe die damals ja auch auf der Rennstrecke getestet und auch da hat sie eine super Figur gemacht.
Ducati hat Sport Touring in diesem Fall wirklich als Sportbike interpretiert, mit dem man auch einen ganzen Tag oder zwei Tage unterwegs sein kann und wo man Koffer montieren kann. Und ansonsten ist es wirklich sehr vorderradorientiert. Sie profitiert extrem von einem aktiven Fahrstil, also eher supersportmäßig, aktiv Gewicht von den Handgelenken nehmen, über die Rasten abstützen. Und sportlich fahren, dann ist sie extrem präzise, extrem flink. In diesem Vergleich natürlich auch die leichteste und fühlt sich auch klar am leichtesten an, ist aber auch am wenigsten komfortabel, wenn es länger geradeaus geht. Auf der Autobahn geht es, wenn man den Winkdruck hat, der nimmt dann wieder Druck von den Handgelenken. Aber in der Stadt ist natürlich klar, mit dieser Sitzposition ist es nicht so bequem bei anderen. Die Kawasaki hat die zweitvorderradorientierte Sitzposition, aber sie ist schon deutlich gemäßigter. Also gerade auf der Autobahn mit ein bisschen Speed ist absolut easy, weil wirklich der Druck nimmt, also der Winddruck nimmt halt Druck von den Handgelenken. Im Kurvengewehr kann man sie durch ihre Sitzposition einerseits klassisch fahren, also einfach ja, legen, respektive gerade drauf sitzen und gemütlich fahren, aber sie kann schon auch sehr sportlich, so ein bisschen im Hang-Off-Stil gefahren werden, was ziemlich spaßig ist mit dieser Maschine, die ja doch fast 270 Kilo schwer ist. Und was wirklich rausgestochen ist, wieder mal und bei allen Testfahren so rüberkam, ist dieser kompressorgeladene Motor ist absolut der Hammer und macht so viel Spaß. Und er ist trotzdem zugänglich, trotz 200 PS, weil es ist halt ein Vierzylinder und der Kompressor, der gibt ja auch immer mehr Power sozusagen mit mehr Drehzahl. Das heißt, fährt man sie tief durch, ist sie absolut easy zu fahren. Man kann sie easy ans Gas nehmen im Kurvenscheitel, auch wenn es nass ist, den Spitzkehren. Komplett problemlos. Dreht man sie dann hoch, so bei 8000 Umdrehungen, dann hört man dieses Zwitschern vom Kompressor und das Ding geht brachialst ab. Bleibt aber immer kontrollierbar. Das elektronische Fahrwerk funktioniert hammermäßig, die Bremsen sind super. Man spürt bergab, beim harten Ankern spürt man das Gewicht, aber sonst auch auf engen Sträßchen wirklich kein Problem. Also wenn man die anschaut, die ist groß, die hat 200 PS, man hat das Gefühl, es ist ein Motorrad, das schwierig zu fahren ist, absolut easy. Und dann die Suzuki, die ist die gemäßigste von den drei, ist aber trotzdem noch relativ vorderradorientiert. Ihre große Stärke sicher auch ihr Vierzylinder, den wir erkennen aus dem Naked Bike. Schön bärig, kommt unten raus schon mit anständig Drehmoment, kann extrem schaltfaul gefahren werden auch. Sie ist nicht so flink wie die anderen beiden, also natürlich nicht wie die Ducati, aber auch weniger flink als die Kawasaki. Sie ist etwas träger, ist jetzt böse ausgedrückt, aber sie bevorzugt eher die runde Linie, einen runderen Fahrstil, also nicht so scharf aufs Eck, heftig ankern und umlegen und wieder raus, sondern eher schön, ja, Touring halt. Schon auch sportlich, eben 150 PS. Funktioniert gut. Wo wir ein bisschen Probleme hatten mit diesem Testbike, war bei der Bremse. Es fühlte sich an, als wären die Beläge nicht mehr auf der Höhe. Also man musste ziemlich feste zupacken, weil wir aber auch schon andere GSX-S1000 und GSX-S1000 GT im Test hatten, wo das nicht so war, gehen wir davon aus, dass das ein Wartungsproblem schlussendlich war bei dieser Testmaschine, respektive ein Einzelfall. Aber das war natürlich jetzt beim Bergabfahren, sportlich war das dann der limitierende Faktor und nicht die andere, nicht die Kompetenz eigentlich des Motorrads. Mhm. Wie ist es denn mit der Ansprache? War ja doch auch immer ein Kritikpunkt. Ja, kommt ganz drauf an, welchen Motormodus man wählt. Das gibt es ja seit der letzten GSX-S1000 und bei der GT auch, gibt es diese Motormodi auch bei Suzuki, die nennen das, soweit ich weiß, A, B und C, wenn es nicht 1, 2, 3 ist, nein, es ist A, B, C. Und im Modus C, also dem sanftesten, ist eigentlich easy. B und A sind mir immer noch zu aggressiv. Also A macht mir gar keinen Spaß, das ist wirklich im Scheitel und dann kommt sie und macht so einen Sprung. B geht, wenn man es gerne mag, also Beat Gauci, unser Supermoto-Urgestein, der den Stirn harte Gasannahmen nie, weil er arbeitet einfach mit der Kupplung und der sagt dann, doch, da kommt sie halt richtig schön. Ich selbst stelle sie ins C und dann läuft es eigentlich super. Und dann noch zur Supersport. Das ist jetzt die neueste Entwicklungsstufe. Du bist ja
auch die Vorgängerin gefahren. Da würde mich noch ein bisschen die Unterschiede interessieren. Hat Ducati die Supersport jetzt sportlicher positioniert oder ist das Einsatzspektrum doch noch so groß, wie es vorher war? Sie ist schon sportlicher positioniert. Es wurde ja die Ergonomie etwas angepasst und die Gewichtsverteilung, soweit mir ist. Und es ist jetzt schon so, dass sie wirklich eher ein Sportler ist, der auch Touring kann, als ein Touring-Bike, das auch Sport kann. Und da ist wirklich so, wenn man jetzt da einfach wie ein Passagier drauf sitzt und nur versucht, die so hier über einen Lenker zu fahren und den Körper, den Rumpf nicht anspannt, sich nicht aktiv mit diesem Bike auseinandersetzt, dann will die nicht wirklich um die Kurven. Halt wie Supersportler sind, wenn man die nicht richtig in Anführungszeichen fährt, dann funktionieren die nicht so extrem wie ein echter Supersportler, aber schon so, dass man muss dieses Fahrverhalten wollen und wird dann aber auch dafür belohnt. Aber sie ist sicher die Maschine in diesem Vergleich, die den spezifischsten Fahrstil fordert. Das würde mich dann gleich zur letzten Frage bringen, dieser ersten Unterkategorie der aufrechten, der klassischen Sporttourer. So Einsatzspektrum, welches Bike würdest du welchem Typ Fahrer empfehlen? Welche hat das größte Einsatzspektrum, welche das kleinste? Die Ducati würde ich ganz klar jemandem empfehlen, der sportlich fahren will. Der sich vielleicht auch überlegt hat, einen Supersportler für die Landstraße zu kaufen, der aber sich dann sagte, ja, nee, aber das ist dann doch zu extrem. Die Duke, die ist quasi der Supersportler, den man auch 3, 4, 5 Tage am Stück auf der Landstraße fahren kann. Aber sie hat dieses Fahrverhalten, was wirklich etwas für sich hat, was auch viel Spaß macht. Für die Weltreise muss man dann schon hart im Nehmen sein. Die Kawasaki ist ein Top-Bike für alle Technik-Freaks, weil sie hat nicht nur diesen Motor, der absolut begeisternd ist, sie hat auch das Radarsystem, den Abstandstempomaten, das wunderschöne riesige TFT-Display, toter Winkelassistent, das ist wirklich so, es ist alles mit dabei, das elektronische Fahrwerk. Sie kostet natürlich auch ein bisschen was und sie ist weniger alltagstauglich, weil sie halt groß ist, weil sie halt schwer ist. Also in Fahrt spürt man das kaum, aber rangieren in der Stadt zwischen den Kolonnen hindurch, dann merkt man halt einfach die Größe. Aber gerade für ein Reisebike, für sportliche Piloten, die sowieso nicht Offroad fahren wollten und dieses sportliche Fahrverhalten mögen, das absolutes Top-Bike. Die Suzuki, gerade auch bezüglich ihres Preises noch, weil sie ziemlich günstig ist, bietet auch ein sehr breites Einsatzspektrum. Sie ist nicht ganz so schwer und groß wie die Kawasaki. Sie kann dafür aber auch nicht ganz so sportlich. Sie ist eigentlich der klassischste Allrounder unter diesen dreien jetzt hier. Gut, das waren jetzt die vorderradorientierten sportlichen Touring-Bikes. Jetzt geht es weiter mit den aufrechten. Wie sind da eure Erkenntnisse oder gibt es da noch eine Untergruppierung? Ja, man kann die natürlich nochmal untergruppieren nach Stärkeklassen quasi. Also die BMW S1000 XR mit 165 PS und die KTM 1290 Super Duke GT mit 180 PS sind natürlich deutlich stärker als die Honda NT 1100 mit um die 100 PS und die Yamaha Tracer 9 GT mit rund 120 PS. Rein vom Einsatzspektrum her passen sie aber eigentlich in eine Kategorie. Also sie sind alle bequem. Sie können für die lange Strecke eingesetzt werden und man kann trotzdem auch sportlich mit ihnen. Aber es gibt natürlich schon deutliche Unterschiede. Also BMW und KTM leisten natürlich in einem Bereich mehr als die anderen beiden. Das spürt man aber eigentlich erst, wenn man wirklich schnell unterwegs ist oder es wirklich steil bergauf geht. Also du weißt es selbst, oder ihr alle werdet das auch schon gemerkt haben, wenn man maximal 80 fahren kann, vielleicht mal 100, wenn man in Deutschland unterwegs ist oder in Österreich, da nutzt man die 200 oder 180 PS kaum. Wobei die KTM hier schon heraussticht mit ihrem 1300er V2, weil sie wirklich Abstandgas mächtigst Drehmoment liefert. Und
das spürt man. Also sie fühlt sich im normalen Einsatz klar am kräftigsten an. Also auch jetzt im Vergleich zur Kawasaki mit 200 PS. Bei der Kawasaki ist es halt einfach so, dass man die drehen muss und dann kommt sie. Aber dann ist man drauf vorbereitet. Dann weiß man, jetzt gebe ich Gas und jetzt kommt die Power. Und bei der KTM kommt die Power immer. Das macht sie begeisternd. Es macht sie aber auch weniger zugänglich als die anderen. Also die KTM ist aus meiner Sicht in diesem Vergleich sicher das Bike, das sich eher an erfahrene Motorradfahrer und Fahrerinnen richtet, weil sie doch schon Konzentration fordert, einfach schlicht aufgrund ihrer Power. Auch das elektronische Fahrwerk, das zwar eingestellt werden kann, ist sportlich ausgelegt, ziemlich straff, auch im Touring-Modus beispielsweise. Also die KTM geht dieses Segment schon auch von der Sport- und nicht von der Touring-Seite an, halt einfach jetzt mit aufrechter Sichtposition abgeleitet von einem Naked-Bike. Macht Spaß, wenn man weiß, was man tut, wenn man konzentriert ist und aktiv dabei ist, erfordert aber auch diesen Einsatz. Als es dann geregnet hat und in den engen Spitzkehren mit wenig Grip, da waren wir dann auch sehr dankbar um die vielen Assistenzsysteme, die sie natürlich auch hat, die dann diese Power im Griff behalten haben. Aber trotzdem ist es natürlich einschüchternder, so ein Bike zu fahren, als beispielsweise eine Honda oder eine Yamaha. Das ist sicher anspruchsvoller, da fällt mir gleich ein. Ich meine, wenn du schaust, die Kawasaki, die hat ja doch ein Vierzylinder-Konzept. Und wir kennen alle die Vorteile des geschmeidigen Vierzylinders untenrum. Halt einfach oben mit dem Kompressor hast du so viel Dampf, dass sozusagen der Nachteil, dass du sie so hoch drehen musst, der ist da sozusagen weg, oder? Und bei der KTM mit diesem riesigen V2-Motor, mein V2-Motor hat halt seine Eigenschaften, der ist untenrum halt vielleicht ein bisschen gröber, aber der geht halt wirklich ab wie Pressluft, das ist so. Aber da würde mich schon noch interessieren, wenn man einfach so die Bikes sieht, so von der Seite, hätte ich persönlich jetzt die KTM eher in die erste Gruppe genommen, nämlich zur Suzuki, zur Ducati und zur Kawasaki. Aber ergonomisch ist dann natürlich was anderes. Genau, ergonomisch eigentlich Naked, quasi wie die Super Duke. Also sehr aufrecht, relativ nah am Lenker. Ja. Aber schon von der Auslegung her schon sportlich. Aber auch die BMW S1000XR ist sehr ein sportliches Motorrad eigentlich. Sie ist die langbeinigste in diesem Vergleich. Also hätte sie ein 19 Zoll Vorderrad und keinen Vierzylinder, könnte man sie bei den Reise-Enduros unterordnen. Aber hat sie ja nicht. Sie fährt sich auch nicht wie eine Reise-Enduro mit einem 17 Zoll Vorderrad, sondern eher wie ein Supersportler mit langen Beinen und hohem Lenker. Also es ist wirklich auch ein spezielles Bike, das eigentlich so ein bisschen seinesgleichen sucht. So, sie hat diesen Vierzylinder, der ein typischer Vierzylinder-Leistungsentfaltung hat, auch zusammen mit der relativ langen Übersetzung. Da so unten raus muss man sich da wirklich auch nicht fürchten. Es ist ja sogar so, dass man in Spitzkehren eher mal in den ersten Gang runterschaltet, wenn man wirklich zügig rausbeschleunigen will. Oben raus kommt dann wirklich auch diese Vierzylinder-Power, wie es halt ist. Sie ist extrem flink, viel flinker, als man ihr geben würde. Wer sich nicht gewohnt ist an die langen Federwege, der muss sich daran erstmal ein bisschen gewöhnen, weil es gibt natürlich Bewegung auf der Bremse und am Gas, auch im Dynamic-Modus vom elektronischen Fahrwerk. Und es gibt so diesen Moment, wo man das Gefühl hat, sie kippt rein. Das ist typisch für langbeinige Motorräder. Sobald man sich aber daran gewöhnt hat, ist man mit ihr auch wirklich sehr schnell unterwegs und es macht wirklich Laune, weil sie wirkt zwar auch groß, aber sie ist sehr flink, auch präzise, wenn man sich erstmal an dieses Fahrverhalten gewöhnt hat. Macht daher auch großen Spaß, ist aber auch ein Motorrad, das ja sehr eigenständig ist. Und hast du eigentlich, ich könnte mir nun vorstellen, weil bei der S1000R und auch bei der Doppel-R loben wir diesen Vierzylinder immer wieder, weil er doch auch untenrum, obwohl es ein rein Vierzylinder ist, sehr, sehr kräftig ist. Also kann sie hier auch mithalten, jetzt beispielsweise ja, mit der Kawasaki oder mit der Suzuki auch? Untenrum kann sie da eigentlich schon auch mithalten. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen S1000XR und S1000R gegenüber der Doppel-R, weil die Doppel-R, die hat ja dieses Shift-Cam-System mit den verschiedenen Steuerzeiten, je nach Umdrehung. Die anderen beiden haben das nicht. Ist schwierig, das wirklich rauszuspüren, weil wir die Doppel-R eigentlich immer nur auf der Rennstrecke bewegen.
Sie geht unten raus schon, aber natürlich eine KTM zieht dann in tiefen Drehzahlen. Natürlich, einfach davon. Aber du bist nicht du bist an der Spitzkehre dann nicht am Punkt, wo du sagst, oh, da könnte mehr kommen. Je nachdem, in welchem Gang du unterwegs bist. Aber ja, wenn du bis ins 1 runterschaltest mit dem Blipper, der bei uns dabei war, zum kupplungsfreien Hoch- und Runterschalten, dann bababab rum und du bist sofort wieder auf Speed. Also das ist absolut kein Problem. Okay, das waren die beiden kräftigen Aufrecht-Sporttourer. Jetzt gibt es ja noch die anderen beiden. Wie sieht es da aus? Ja, da haben wir die Honda NT1100. Das ist ja unsere wahre Neuheit in diesem Vergleich. Die kam erst auf dieses Jahr. Und die Yamaha Tracer 9 GT, die kennen wir schon länger. Die Tracer 9 gab es schon in verschiedenen Ausführungen mit diesem Triple aus der Yamaha MT-09. Immer noch Wahnsinnsmotor. Also wirklich für die Größe und die Leistung, der kämpft über seine Gewichtsklasse. Mhm. Auch mit der relativ kurzen Übersetzung, die ist immer dran. Die bringst du im Kurvengewehr, wenn es nicht über 100, 110 geht, bringst du die nicht vom Hinterrad. Und sie gibt sich auch sehr harmonisch. Wirklich sehr einfach zu fahren. Die Gewichtsverteilung ist, ohne dass man aktiv daran denken muss, schön neutral. Das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, wie einfach sie zu fahren ist. Sie fühlt sich auch leicht an. Sie ist natürlich auch leichter als die größeren Bikes im Vergleich. Einziges Manko, die Fußrasten, respektive die Angstnippel, die etwa so lang sind, die kratzen sehr schnell über den Asphalt und sind scheinbar unnötigerweise so lang, weil wir haben mal geschaut, es sieht nicht so aus, als käme dann irgendwie ein Auspuff oder sonst ein fest verbautes Teil auf den Boden. Das heißt, du hättest noch Reserven. Genau, man hätte auch die Reserven. Also wir haben die auch gut angeschliffen und es hat nie irgendwas anderes geschliffen. Zweiter ganz kleiner Punkt ist, alle anderen haben schöne große TFT-Displays. Die Yamaha hat auch TFT-Displays sogar, also zwei, aber halt relativ klein. Die sind nicht ganz so übersichtlich wie der Rest, aber sonst preis-leistungstechnisch top. Was auch bei ihr aufgefallen ist, sie hat eine Scheibe, die mit einer Hand easy während der Fahrt in der Höhe verstellt werden kann. Da hat sie sich positiv hervorgetan. Ansprache? War in unserem Vergleich jetzt hier wirklich kein Thema. Also ist niemandem aufgefallen, ergo gut. Gibt natürlich auch die verschiedenen Modi. Mache ich bei den Yamaha Triples seit jeher immer nie in den aggressivsten Modus und dann bin ich gut bedient. Dann die Honda, die ist konzeptionell und vor allem optisch das wenig sportliche Bike in diesem Vergleich. Manche waren sogar der Meinung, die passt hier gar nicht rein, das ist ja kein Sporttourer, das ist einfach nur ein Tourer. Nur ein Tourer. Ist ein Tourer, aber die kann erstaunlich sportlich. Das Limit ist auch hier die Schräglagenfreiheit irgendwann mal, aber also geht gut. Man kann gut an den anderen dranbleiben auf der Straße. Die hat ja auch noch das DCT. Das liebt man oder das hasst man. Ich selbst wäre auch mit einem guten Blipper gut bedient. Ich brauche das nicht unbedingt, aber man kann es ja umschalten, sodass man mit den Daumen und Zeigefinger auch manuell schalten kann. Und wenn man das macht, dann kann man sie dann in der Spitzkehre auch in den ersten Gang tun. Und dann zieht die auch schön raus. Der Zweizylinder, der hat auch wirklich schön Drehmoment. Also wir haben die Leistungskurven vom Prüfstand und wenn man die so vergleicht, dann ist die Honda, die ist absolut dabei, bis eigentlich zu ihrer Maximalleistung von den rund 100 PS und ihrem maximalen Drehmoment, dann ist sie eigentlich mit dabei, die anderen drehen dann halt einfach noch weiter. Und darum ist sie auf der Straße eigentlich auch gut dabei. Sie ist etwas schwer, aber das Fahrwerk ist gut eingestellt ab Werk, so dass es sehr vertrauenswürdig funktioniert und man mit ihr wirklich flink um die Kurven fahren kann, auch sehr einfach zu fahren. Natürlich bietet sie nicht ganz so viel sportliche Reserven wie jetzt die sportlicheren Maschinen hier im Vergleich, aber ein anderer Pilot muss schon ziemlich zügig unterwegs sein, um jetzt jemanden, der weiß, was er tut, oder respektive, man muss nicht mal wissen, was man tut, weil sie so einfach zu fahren ist, um die Honda abzuhängen, musst du schon gut Motorrad fahren. Also ist es schon auch ein bisschen so eine der Überraschungen aus diesem Vergleich. Also sprich, die Kompetenz dieses Konzepts, auch wenn man sportlich unterwegs ist, und ich weiß, dass ihr sportlich unterwegs wart,
dass sie da doch gut mithalten konnte. Hättet ihr wahrscheinlich am Anfang nicht so gedacht. Genau, hätten wir nicht so gedacht, aber wirklich funktioniert wirklich gut. Vor allem eben bis hin 80, 90 km/h, da bist du auch mit dem Motor nicht wirklich im Nachteil, weil halt die Top-Leistung erst nachher zum Zug kommt. Vielleicht muss man eben mal ein bisschen mehr schalten, aber es ist ja nur ein Daumendruck, der dann das wechselt. Und das DCT, das hat wirklich auch etwas, wenn man jetzt, wir sind wirklich immer sehr sportlich unterwegs, auch in dieser Konstellation. Das ist natürlich so, da sind wir vielleicht gar nicht wirklich repräsentativ für die ganze TÜV-Fahrerschaft. Aber auch wenn wir jetzt gemütlich unterwegs sind, da kommt das DCT dann zum Tragen. Das ist wirklich absolut entspannend, weil dann musst du dann überhaupt auch gar nicht zwischenschalten. Dann ist ja egal, ob du jetzt genau im richtigen Gang bist, um hier raus zu beschleunigen. Dann bist du einfach, ja, es ist wirklich easy. Also natürlich, sie ist weniger sportlich als eine Kawasaki oder eine KTM oder was auch immer, oder auch als eine Yamaha. Aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht mit den Kumpels, die sportlichere Bikes haben, ausfahren könnte. Man kann denen gut folgen. Dann habe ich noch eine Frage. Es sind ja Sporttourer, also es geht auch ums Touring. Wir haben jetzt viel auch über die sportlichen Aspekte gesprochen. Wie sieht es denn da aus, jetzt ohne in alle Details anzugehen, weil die Zeit haben wir nicht, aber wie sieht es denn aus bei der Touring-Komponente? Gibt es hier Konzepte, die rausstechen im positiven, aber auch im negativen Sinn? Ja, das konnten wir gut herausfinden, als wir zurückgefahren sind. War übler Herbsteinbruch. Regen und 5 Grad und grauslich, und da gibt es dann so diese Bikes, wo man sich drauf freut, wenn man aufsteigen darf, und die, wo man sich nicht so drauf freut. Und auf die Honda zum Beispiel, da hat man sich gefreut, weil sie ist vorne relativ breit, darum wirkt sie auch so, ja, nicht so sportlich. Sie schützt aber wirklich auch gut, also man ist sehr gut vom Wind und Wetter geschützt, sie hat Heizgriffe, sehr bequemer Tourer, auch Winddruck eigentlich gut genommen. Die Ducati ist hier sicher das Gegenteil. Da ist schmale Front, kleine Scheibe. Da sitzt man voll im Wind und Wetter. Auch ihre Koffer sind die einzigen, die nicht standardmäßig wasserdicht sind. Das ist so ein Stoff auf der einen Seite. Da gibt es Überzüge dazu, die kann man drüber packen, aber man muss das halt machen. Ja, da spürt man halt diesen wenigsten auch wirklich dieses Reiseding ausgelegt. Die Kawasaki, super eigentlich, wenn es trocken ist, wenn es nass ist, ist halt mit dieser sportlichen Scheibe, hat man oben auch nicht so viel Schutz, auch nicht tragisch. Alle anderen sind eigentlich nicht wirklich positiv oder negativ aufgefallen. Koffertechnisch ist auch noch, eigentlich konnten wir überall gut unsere Dinge für jetzt 3 Tage inklusive Kamera und Laptop und so verstauen. Die Honda hat die viereckigsten Koffer, ohne hübsche, stylische Einbuchtungen. Das ist aber gerade, wenn man sperriges Zeug, also Laptop und Kamera, transportieren muss, am einfachsten, weil halt diese Einbuchtungen dann immer irgendwie Platz wegnehmen. Es hat aber eigentlich für normale Dinge, die man braucht beim Motorradfahren, also Kleider und so, die sind ja beweglich sozusagen, hat es gut funktioniert. Natürlich die aufrechten sind, wenn es jetzt durch die Stadt geht, bequemer als die vorderradorientierteren. Aber ja, nicht wirklich tragisch jetzt. Gut, Patrick, dann hätte ich gerne noch ein Fazit von dir. Als Fazit muss ich wirklich sagen, es ist interessant, wie breit dieses Segment gefächert ist. Also es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen jetzt an das Motorrad, das für die Straße entwickelt wurde, zum Reisen, aber auch noch sportlich sein soll. Also es gibt, glaube ich, kein Segment, das so divers aufgestellt ist, wo es so große Unterschiede gibt. Und das ist eigentlich echt spannend für alle die jetzt ein Motorrad wollen, mit dem sie verreisen wollen, das sportlich sein soll, denen Offroad aber nichts sagt und die darum keine Reiseenduro brauchen. Und da gibt es wirklich eben von den sehr sportlich vorderradorientierten Ducati über die Kawasaki bis hin zur BMW, die dann eigentlich von der Sitzposition wieder eine Reiseenduro ist, gibt es da eine sehr große Auswahl, was echt cool ist für alle die sich irgendwie in diesem Segment umschauen. Nee, ich finde es ohnehin spannend, weil das Sporttouring-Segment ist ja ein Segment, das bis vor gar nicht allzu langer Zeit totgesagt war. Hier ist wieder sehr, sehr viel passiert, und insofern vielen Dank
für die ganzen Impressionen und auch schön, dass ihr da durchgehalten habt. Ich weiß, es war zum Teil echt schauderig. Ja, das war es von unseren Sporttouren. Das war es auch von der Staffel 2022 unseres Garagentag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, abonniert den Kanal. Es geht nämlich ohnehin weiter mit Modellvorstellungen. Jetzt kommen ja dann die ganzen Pressevorstellungen und in 2023 sind wir auch wieder dabei mit der neuen Staffel. Die beginnen wir jetzt zu planen. Herzlichen Dank für alles. Bleibt gesund bis dann und bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.